Guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Daily Vlog von mir. Leute, ihr habt so lange darauf gewartet, Leute. Oh mein Gott, denn heute wird das riesige Paket ausgepackt. Das haben schon einige in den Kommentaren gefragt, so, wo ist eigentlich das riesige Paket? Warum packst du das riesige Paket nicht aus? Und viele haben auch schon geschrieben, so, ja, das könnte das und das sein. Einige haben geschrieben, es könnte ein Whirlpool sein. Aber einige haben geschrieben, es könnte ein Airtrack sein oder noch irgendwas. Heute werde ich euch zeigen, was da wirklich drin ist. Es wird richtig nice. Ich habe da richtig Bock drauf. Und es ist so warm, Leute. Es ist so heftig warm. Wir haben es einfach, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, 23 Grad oder so. Auf jeden Fall ist es extrem warm. Hier ist das Paket. Ich bin selber richtig gespannt. Ich habe es so gar nicht ausgepackt. Weil es ist so extrem schwer. Wirklich, das wiegt 65 Kilo. Also, ich könnte es jetzt nicht so alleine hochheben. Also, es könnte nur alleine runterfallen. Also, es ist schon heftig fett und schwer. Ich würde sagen, Leute, wir rollen. Oh mein Gott, wir rollen das jetzt dahin. Es ist einfach fast genauso groß wie ich. Oh mein Gott, ey. Okay. Oh mein Gott. Und noch einmal. Jetzt brauchen wir ein Messer. Ein Cuttermesser. Ich bin bereit, das Paket auszupacken. Das Paket kam aber ehrlich gesagt schon richtig vergewaltigt an. Keine Ahnung warum. Aber Leute, ich würde sagen, der große Moment ist gekommen. Jetzt werde ich das Paket auspacken. Oh mein Gott. Was ist denn da wohl drin, Leute? Was ist da drin? Ach du Scheiße. Alter, ist das fett. Mit Gewalt. So. Okay, also jetzt könnt ihr noch nicht so ganz sehen, was da drin ist. Oh mein Gott. Okay, ich schaff das. Ich kann nicht mehr. Und gleich wird es noch schlimmer. Was ist das denn? Anleitung. Brauchen wir nicht. So Leute, jetzt ist aber der große Moment gekommen. Jetzt aber wirklich. Ach du, ich bin selber voll gespannt, wirklich. Ich habe so lange darauf gewartet, das Paket auszupacken. Was ist denn das, Leute? Was ist denn das, Leute? Ist das etwa eine Airtrack? Ist das etwa eine Airtrack, Leute? Oh mein Gott, ich bin richtig hyped. Oh, die ist so schwer, oh mein Gott. Eins, zwei. Ja! Oh mein Gott. Okay, Leute, es ist eine Airtrack und ich kann euch sagen, diese Airtrack ist einfach 10 Meter lang und 2 Meter breit. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, diese Airtrack zu holen und es werden auch noch verdammt viele Videos mit dieser Airtrack kommen. Ich würde sagen, Leute, jetzt gibt es eine kleine Pause. Also wirklich eine kleine Pause, ich brauche wirklich eine Pause. So Leute, nach einer kleinen Pause bin ich auch mal wieder erholt und der Müll kommt jetzt erstmal aus dem Weg. Den brauchen wir heute nicht, wir kommen jetzt zu der Airtrack, Leute. Müssen wir die ja ausrollen, ne? Oh mein Gott, jetzt müssen wir die ausrollen. Also, dann muss ich die aber nach dahin tun. Okay, Leute, der große Moment ist gekommen. Wir rollen die Airtrack aus. Go! Was für Scheiße! Oh mein Gott, das hört nicht auf! Ach du Gott! Das ist ultimativ lang. Das ist, ey, sowas habe ich wirklich noch nie erlebt. Vor allem meine alte Airtrack, an die alten Zuschauer, die sich noch daran erinnern können, die war nur 3 Meter lang. Also nur so. Die war nur so lang. Jetzt habe ich eine 10 Meter lange Airtrack. Aber das ist ja noch nicht alles, Leute. Jetzt kommt auch noch die Breite. Let's go. Diese Airtrack ist ja auch noch 2 Meter breit. Alter, wie heftig. Das ist so heftig. Okay, Leute, nach jahrelangem Ausholen haben wir es endlich geschafft. Filmen die Airtrack. Tada! Das ist einfach so heftig, die ist einfach 10 Meter. Leute, wir testen es mal. Vielleicht ist sie ja gar nicht 10 Meter lang. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, sie ist 10 Meter lang. Okay, Leute, Airtrack ist umgedreht. Das sieht aber zu heftig aus, hast du Bock? So krank. Ey, ich glaube, das ist das Krasseste, was ich bis jetzt in meinem Garten gemacht habe. Wirklich, also ich habe noch nie sowas Krasses gemacht. Aber ich würde sagen, Leute, jetzt kommt eine Timelapse, wo wir die Airtrack aufpumpen. Let's go. Okay, Leute, die Airtrack ist jetzt aufgepumpt. Oh mein Gott, das sieht so heftig aus. Boah, ich habe so Bock, Alter. Aber das Ding ist halt, irgendwie, ich habe eine Pumpe dazu bestellt, aber irgendwie ist sie gar nicht hier angekommen auf Ehre. Und deswegen mussten wir gerade mit so einer Mini-Kleinpumpe aufpumpen. Hat zwar ein bisschen länger gedauert, aber Leute, gönnt euch mal. Ach du Kacke, ist aber wie Trabli, geh du mal drauf.
Oha, Alter, krass. Jetzt musst du was machen. Okay. Oh. Ja! Ey, richtig nice, Leute. Es werden richtig geile Aufnahmen heute entstehen. Es ist einfach wie ein Teufel. Es ist so geil. Aber Leute, jetzt machen wir. Ich versuche hier einen Rückwärtssalto. Ihr wisst ganz genau, dass ich richtig Angst vor einem Rückwärtssalto habe. Aber hier müsste es eigentlich klappen, weil das eigentlich wie ein Trampolin ist. Ich würde sagen, ich probiere es einfach aus. Jetzt direkt! Ich habe richtig Angst. Oh mein Gott, okay. Eins, zwei, drei. Warte. Okay. Eins, zwei, drei. Oh nein, 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 warte, nochmal. Wow! Ja! Alter! Ich hab davon gesehen, ich habe Rückwärtssalto geschafft, aber mir ist so aufgefallen, ich kann ja gar kein Vorwärtssalto. Eigentlich ist das eigentlich voll easy, aber irgendwie bin ich zu dumm dafür. Nein! Scheiße, dabei. Wow! Hä? Warum geht das nicht? Mann! Aber jetzt, Leute. Ja, ich stand. Hey Leute, ich habe jetzt hier so einen Fußball. Den habe ich schon locker einen Monat oder so. Ich habe den irgendwie nie benutzt. Ich würde sagen, wir pumpen den jetzt mal auf in 3, 2, 1. Okay, jetzt mache ich so einen Cut und dann. Fußball ist auch ready. Ich habe mir den ehrlich gesagt ein bisschen größer vorgestellt, aber. Nein. Oh mein Gott, ich dachte, ohne Scheiß, ich dachte, er fliegt wieder zu den Nachbarn. Aber ja, jetzt haben wir einfach so einen nice Fußball. Kann man hier Fußball spielen? Okay, eigentlich ist er voll unnötig. Ich springe jetzt über den drüber. Ganz easy. Okay, Leute, aber jetzt ist eine richtig coole Montage. Let's go. Okay, Leute, ich habe ja gerade eben einen Rückwärtssalto gemacht. Ich habe es auch geschafft. Aber jetzt versuche ich eine Radwende und einen Rückwärtssalto dahinter. Das habe ich auch lange nicht mehr geschafft. Dima macht das einmal vor, damit ihr euch was darunter vorstellen könnt. Oh mein Gott. Wie werde ich das schaffen, Alter? Egal, ich probiere es einmal aus. Let's go. Let's go. Okay. Alter! Was? Alter, ich habe es aber gemacht. Es war halt die falsche Technik, aber ich habe trotzdem Rückwärtssalto gemacht. Boah. Oh mein Gott! Alter! Airtrack hat sich gelohnt. Das war richtig heftig. Oh mein Gott! Jetzt kommt eine Sache, die wir schon mal gemacht haben. Und zwar, ich stehe jetzt hier so in der Mitte von der Airtrack so. Und Dima steht schon da hinten, Leute. Wir haben es schon mal gemacht. Ich blende euch jetzt mal kurz einen Ausschnitt ein. Da ist Dima über mich gesprungen. Und jetzt machen wir das nochmal und ich werde währenddessen die Kamera in der Hand halten und so filmen. Let's go, Dima, bist du bereit? Yes. Okay, oh mein Gott. Ja, ich bin bereit. Okay, let's go. Oh mein Gott. Alter! Okay, ey, ich hatte Angst, irgendwie die Kamera zu verlieren. Oh mein Gott. Okay, Leute, das war's mit diesem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Mir hat's mega Spaß gemacht. Und die Montage war auch zu heftig. Die Drohnenaufnahmen, alles, Leute. Aber, Leute, das ist noch nicht alles. Morgen gibt's noch einen zweiten Teil. Und zwar, jetzt machen wir noch ein paar Challenges und so. Es wird auch mega witzig. Schaltet auf jeden Fall morgen ein, Leute. Lasst ein Abo da. Checkt bei Dima ab. Dima, zeig dich. Tada, hier bin ich. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns morgen wieder. Und peace out. 'm Scheiße, in der Mitte muss eigentlich so ein weißer Streifen sein, wir müssen ja mal umdrehen. Nee. Geil! Oh mein Gott! War aber gar nicht schlecht. Es gibt so viele Outtakes.